Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um das Statement von Flying Uwe gegen Kevin Wolter. Das muss man auch schon so betonen, denn Kevin Wolter hat sich da wohl einige Freiheiten rausgenommen, die nicht in Ordnung sind und die auch ziemlich uncool wirken. Das sieht man jetzt auch bei den Bewertungen von Kevin Wolter und seinem neuen Video, wo er quasi seinen neuen Sponsor vorstellt. Und das ist jetzt ESN, auch ein Anbieter, der Supplemente und Fitnessprodukte auf den Markt bringt und auch erfolgreich ist. Also nichts gegen das Unternehmen, ja, bevor die mich jetzt hier verklagen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen komisch, dass jetzt Kevin Wolter von Smilodogs und auch von Neosubs, also den Unternehmen von Flying Uwe, rüberwechselt zu ESN, obwohl ja beide über 3 Jahre recht erfolgreich miteinander zusammengearbeitet haben, er auch einen Vertrag hatte und es ja auch gerade im Dezember einen riesigen Shitstorm wegen Kevin Wolter auch für Flying Uwe gab. Denn Kevin Wolter hatte ja nichts Besseres zu tun, als ja das große Mobbingfass und Drachenlord-Thema aufzumachen und hat sich damit ein riesiges Eigentor geschossen, hatte ja auch wochenlang einen riesigen Shitstorm, weil er sich mit der Thematik überhaupt nicht ausgekannt hat. Und das muss dann natürlich auch am Ende oder musste Flying Uwe ausbügeln. Ihm sind nach eigenen Angaben auch wirklich große Summen ja kaputt gegangen. Ja, also es sind wirklich viele Gelder ja leider Gottes ihm flöten gegangen deshalb. Er hat sehr schlechte Bewertungen auf Google natürlich von den ganzen Drachenhatern bekommen und seine ganzen Produkte und Co. wurden natürlich dadurch auch geschädigt und seine Unternehmen. Und das war natürlich auch die Schuld von Kevin Wolter und von daher wirkt das natürlich jetzt so ein bisschen komisch, dass jetzt Kevin Wolter so undankbar ist und dann von Flying Uwe und sein Unternehmen rüber zu ESN wechselt. Natürlich weiß ich jetzt nicht, warum Kevin Wolter so denkt, aber Flying Uwe hat auf jeden Fall einige Sachen geäußert, die ich gut nachvollziehen konnte in seinem Statement. Und das fand ich daher auch sehr interessant, darüber so ein bisschen mit euch zu reden und wie ihr das dann vielleicht auch empfindet, dass Flying Uwe jetzt sich von Kevin Wolter oder Kevin Wolter jetzt von Flying Uwe getrennt hat. Und das war ja schon ein wenig überraschend, finde ich zumindest. Denn wie gesagt, eigentlich sah es auch im Winter noch so aus, als wären beide cool miteinander, auch als zum Beispiel Kevin Wolter auch Depressionen hatte, stand das Unternehmen ja auch hinter ihm, das sagt Flying Uwe halt auch, dass sie natürlich auch bemüht waren, ihn in der Situation zu unterstützen und auch nicht zu sagen, nee, du bist jetzt nicht mehr unter Vertrag, nur weil es ihm jetzt schlecht ging und ihm da auch keinen großartigen Druck anscheinend gemacht haben. Also man muss natürlich auch immer die andere Seite sehen. Ich bin gespannt, ob Kevin Wolter sich nochmal dazu äußert. Aber bislang sieht es jetzt nicht so danach aus. Und ich fand schon ein bisschen komisch, dass Kevin Wolter da sich so komisch aus der Affäre rausgezogen hat. Und man merkt auch, dass Flying Uwe ziemlich erbost ist über die ganze Situation und das ziemlich daneben findet, weil auch Kevin Wolter noch die Dreistigkeit besessen hat, nachzutreten. Also in diesem neuen Werbevideo oder in diesem neuen Video, wo er den Sponsor vorstellt, wird halt auch gesagt, ja, er wollte halt auch einen Wechsel machen, weil die Qualität der Produkte natürlich nicht so toll sei und das jetzt viel besser sei. Ich vermute, da ist eine größere Summe im Raum gewesen, weil natürlich auch Kevin Wolter eine riesige Reichweite hat, alleine auf YouTube über 600.000, er hat einen guten Hype hingelegt die letzten Jahre. Es gibt jetzt nicht so viele Fitnessathleten, die jetzt, glaube ich, so einen Hype haben wie er momentan oder in den letzten Jahren zumindest. Hat sich natürlich auch ein bisschen jetzt durch die Drachenlord-Geschichte verschlechtert bei ihm, aber es lief dennoch sehr, sehr, sehr gut. Und von daher fand ich das schon so ein bisschen interessant, dass er jetzt ausgerechnet auch die Qualität von Neosubs und Co. angesprochen hat und die dann natürlich auch niedergemacht hat, ja, auch ziemlich direkt, denn wenn man sagt, ja, man ist wegen der Qualität auch gewechselt, dann wirft das natürlich ein ziemlich schlechtes Licht auf Neosubs und auf die Produkte von Flying Uwe und Flying Uwe hat sich natürlich dagegen auch gewehrt und das auch vollkommen zu Recht, denn er hat auch gesagt, Mensch, du warst jetzt hier 3 Jahre im Team, du hast sogar an den Produkten mitgefeilt und auch deine Meinung damit rein
gebracht und wollte sogar Anteile von der Firma haben. Also es wirkt also eher so, als wäre Kevin Wolter schon sehr ich-bezogen und würde versuchen, immer das Beste für sich zu holen, was ja auf der einen Seite legitim ist, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen schwierig, wenn man natürlich immer wieder versucht, da ja das größte Stück vom Kuchen zu bekommen. Und das kann natürlich dann auch sehr, sehr schwierig enden, denn warum sollte jetzt vielleicht Uwe ihm jetzt auch Anteile geben? Also würde ich jetzt auch nicht machen, wenn es meine Firma ist und das ist jetzt ein Athlet, den ich als Sponsor quasi unterstütze, dass er jetzt quasi meine Klamotten trägt oder halt meine Produkte vorstellt und dann diesen typischen Rabattcode dann in seinen Videos mit unterbringt oder bei Instagram, dann ist das ja im Großen und Ganzen ja eine Win-Win-Situation. Da Kevin kriegt Geld, ja, dafür, kriegt auch die Produkte und die Klamotten umsonst, muss sich also darum überhaupt nicht mehr kümmern, kann seine Selbstständigkeit weiterführen und Flying Uwe hat natürlich nochmal die Reichweite für seine Produkte auch von Kevin Wolter, also kann dann damit sein Geld verdienen. Denn bei Flying Uwe auf seinem Hauptkanal lief es ja zuletzt auch nicht mehr so ganz gut. Der hat ja auch eine Millionen Reichweite, da waren die Klicks teilweise leider sehr schlecht. Ich fand die Vlogs eigentlich immer recht gut bei ihm. Guckt die auch nach und nach immer mal wieder und finde es daher auch sehr schade. Deswegen war ich jetzt auch überrascht über dieses Statement, denn man hat schon gemerkt, okay, als Drachenlord dieses Thema war, dass da irgendwie, glaube ich, irgendwas im Busch ist. Zumindest kam es mir als Zuschauer so vor, denn das muss natürlich auch für ein Unternehmen ziemlich scheiße sein, wenn deine kompletten Produkte bei Amazon und Co. total schlechte Bewertungen bekommen aufgrund einer blöden Aktion von einem Athleten von dir. Ne? Und dann hast du entweder die Möglichkeit zu sagen, ey, wir trennen uns jetzt von dem Athleten und sagen, nee, wir stehen nicht dazu, was der sagt. Oder man sagt, jemand ist loyal und wir sind jetzt schon seit 2-3 Jahren hier vielleicht auch befreundet oder sind auch Partner und wir lassen dich jetzt nicht hängen, nur weil du einen Shitstorm hast und stehen zu dir. Dann erwarten wir aber auch eine gewisse Loyalität und wenn die Loyalität dann nicht da ist und fehlt, dann empfinde ich das dann schon als sehr merkwürdig von Kevin Wolter und fand das Thema daher auch sehr interessant. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das wirkt jetzt so, als wäre Kevin Wolter schon so ein Mensch, der jetzt geguckt hat, Mensch, was ist das beste Angebot? Und ja, dann gehe ich halt. Und angeblich gab es ja auch noch einen Vertrag, also auch ein, was ja auch heftig ist, dass beide wohl miteinander, das ist jetzt natürlich nur die Aussage von Flying Uwe, ich möchte jetzt nämlich auch nicht von Kevin Wolter abmahnen lassen, aber im Endeffekt hat Flying Uwe auch gesagt, Mensch, die hatten auch eingeschlagen, dass das auch weitergeht miteinander und Wortlaut wohl auch von Kevin, dass man ihm auch von hinten mal ordentlich einen mitgeben kann, das ganze Team, wenn er jetzt wechseln würde nach der Drachenlord-Geschichte. Also Flying Uwe ist auf jeden Fall sehr angepisst in dem Statement. Ich verlinke euch das natürlich unten auch und wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibe ich natürlich auch an dem Thema dran. Also lasst da auch gerne ein Abo da und ein Like, wenn euch das interessiert und sagt auch mal eure Meinung. Wie seht ihr denn das Ganze? Seid ihr der Meinung, Mensch, da hat sich dann schon Uwe richtig verhalten und es ist auch vollkommen legitim, dass er sich da mal zu äußert, weil ja auch so eklig nachgetreten wurde oder sagt ihr, nee, Kevin Wolter ist doch im Recht, der darf sich doch wohl noch selber seinen Sponsor aussuchen und wenn die anderen halt mehr zahlen, dann ist es doch auch klar, dass er dann wechselt. Ja? Und vielleicht seht ihr das ja auch so und seid Kevin Wolter-Fans, ich weiß es ja nicht. Ich bin der Meinung, dass Flying Uwe dort im Recht ist, nach dem, was ich jetzt gehört habe. Ich bin natürlich auch gespannt, was jetzt die nächsten Tage von Kevin Wolter kommen wird. Vielleicht bleibe ich an der Geschichte auch dran. Ihr könnt das natürlich mir hier gerne zeigen und dass euch das interessiert. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Bis bald und ciao, ciao.